Gespielte Christen sind zum Teil Christen, die sich als Christen durchaus bekennen, die es als sich als Christen sehen, vielleicht nicht unbedingt mit der Institution Kirche einverstanden sind. Gut, aber dass dieses weite Feld, also wann ist man Christ, wann ist man nicht Christ, und um Christ zu sein, muss ich nicht in die Kirche gehen und auch noch nicht mal Mitglied in der Kirche sein. Da kommen wir so in ein weites kulturelles Feld hinein, wo dann plötzlich alle Kriterien dann scheinbar doch etwas verloren gehen. Gut, aber die gleichen Nuancen gibt es bei den Atheisten auch. Also ich verstehe mich ja nicht als Atheist. Das ist also ein PR-Kurzbegriff, weil die Leute dann wissen, das hat irgendwas mit Gottlosigkeit zu tun. Sondern? Ich verstehe mich eigentlich als Naturalist und Agnostiker. Und deshalb war der Satz auf dem Bus, weil ich ja eben nicht atheistisch, er war agnostisch. Denn es stand ja drauf, es gibt in Klammern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, Klammern zu, keinen Gott. Das ist eine agnostische Aussage. Ein Atheist würde sagen, es gibt keinen Gott. Der Agnostiker würde sagen, ich weiß es einfach nicht. Der Agnostiker sagt, ich weiß es nicht, ob das eine oder das andere stimmt, aber ich gehe davon aus, eben mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass es keinen gibt. Der Agnostiker sagt, ich weiß es einfach nicht. Über Wahrscheinlichkeiten macht er keine Aussage. Gut, da kommen wir jetzt wieder in die philosophischen Streitigkeiten hinein, die normaler Mensch sowieso nicht versteht. Genau, damit lassen wir es dann auch. Gut, Herr Ferk, okay. Ich danke Ihnen, ja? Gerne, gut, wieder dann, tschüss. Carsten Ferk in SWR1 der Abend, er ist Publizist und hat die Atheisten-Bus-Kampagne ins Leben gerufen, die die letzten Wochen durch Deutschland tourte. SWR1 der Abend. Etwa die Hälfte der Deutschen glaubt nicht an Gott und das ist in etwa auch europäischer Durchschnitt. Nur von den Ungläubigen hört man selten was. Sie haben kein Wort zum Sonntag, es gibt keine Atheistenverbände, die sich wie die Kirchen zu politischen Themen äußern. Eher mal schreiben sie Bücher, so wie Fiona Lorenz aus Trier. Sie ist 47, Sprachwissenschaftlerin, Psychologin, Pädagogin, beschäftigt sich viel mit Religion, glaubt aber nicht an Gott. Wozu brauche ich einen Gott, heißt ihr Buch, für das sie viele Gespräche geführt hat mit Kindern und alten Menschen, mit Leuten aus allen möglichen Ländern. Lena Maria Reas hat Fiona Lorenz in Trier getroffen. Also ich glaube wirklich gar nicht, dass es einen Gott gibt. Und selbst wenn es einen gäbe, ich bringe gerne dieses Bild davon, dass Gott plötzlich dann reinkommt und sagen, hallo, ich bin Gott und gib mir dann die Hand. Ich würde sagen, guten Tag, Herr Gott, freut mich ja sehr, Sie kennenzulernen. Aber ich brauche Sie nicht. Also es ist mir eigentlich egal, ob es einen gibt oder nicht. Fiona Lorenz ist eine überzeugte Atheistin. Dabei wurde sie als Kind getauft und ging mit 14 sogar noch zur Konfirmation. Zwar langweilte es sie bereits damals, regelmäßig in die Kirche zu gehen, doch sie gab der Religion eine Chance. Da habe ich ein Buch gelesen, Der Goldene Löwe, wo es um den Glauben ging. Und dann habe ich gesagt, den Leuten scheint es irgendwie Stärke zu geben oder zu helfen, wenn sie gläubig sind. Ich probiere das mal. Und dann habe ich probiert, gläubig zu werden. Es hat nicht geklappt. Und dann habe ich es bleiben lassen. Das war wirklich eine bewusste Entscheidung in dem Alter. Schon immer war die Frage nach Religion in ihrer Familie schwierig. Die Oma war eine protestantische Schottin, der Opa ein katholischer Ire und somit der Glaubenskrieg vorprogrammiert. Deshalb hält Fiona Lorenz wenig von Religion. Es ist für mich eine Art Krücke. Und mir missfällt sehr, dass sie kleine Kinder damit indoktrinieren, also dass sie Kindern einreden, dass sie diese Krücke brauchen und dann die Kinder auf dieser Krücke durchs Leben humpeln müssen, obwohl sie sie gar nicht bräuchten. Und als Erwachsene fällt es ihnen dann ganz schwer, diese Krücke wieder abzulegen, was zur Tradition geworden ist, weil sie, wenn sie sich aufrichten und versuchen, ohne Krücke zu gehen, Schmerzen haben und dann denken, es geht ohne überhaupt nicht. Dass es doch geht, will Fiona Lorenz mit ihrem Buch zeigen und hat sich prominente Unterstützung geholt. Von Janosch, Max Kruse und Ralf König zum Beispiel. Ralf König sagt, aber gerade die Sexualität ist ja der große Teufelsruf in der Kirche. Dieses Verklären oder Verdammen alles Körperlichen. Dieses Gegeneinanderstellen von Leib und Geist. Da war ich, zumal als schwuler Mann, natürlich schon sehr früh kontra. Wenn aus diesen tausende Jahre alten Mythen, die sich irgendwelche bärtigen Männer in der Wüste zurechtfantasiert haben, hergeleitet wird, wie ich mich als Mensch heute moralisch zu verhalten habe, dann hört es endgültig auf, harmlos zu sein. Genau das findet auch Fiona Lorenz. Was geht die an, was irgendjemand anderes im Bett macht oder sonst wo, wo andere Leute ihren Sex halt haben? Das kann nicht sein. Dass einfach jemand daherkommt und sagt, wie du Sex hast, das gefällt mir nicht, das muss aufhören. So deutlich wird Fiona Lorenz in ihrem Buch nicht. Es ist kein Aufruf zum Atheismus. Es ist vielmehr ein Appell für mehr Toleranz, ein Aufruf an religiöse Gruppen, das missionieren zu lassen. Ich möchte einfach Menschen ermutigen, sich mit der Frage zu beschäftigen, sofern sie sowieso sich damit auseinandersetzen. Und ich habe auch von Christen und sogar von einem Pfarrer Rückmeldung bekommen, dass sie mein Buch sehr, sehr interessant und anregend fanden und jetzt auch endlich verstehen, wie es ist, ungläubig zu sein. Zum Thema ungläubig hat sich auch Helmut Offner gemeldet aus Lahnstein. Er schreibt, die einen glauben an Buddha, Mohammed, Gott oder Allah, die Atheisten glauben an das Nichtvorhandensein von Gott, also an das Nichts. Sie glauben aber damit doch an etwas, ob sie wollen oder nicht.
nur wissen sie es noch nicht. SWR1 der Abend über den Atheismus in Deutschland. Die Gottlosen, die Ungläubigen, die Ketzer, das waren früher böse Schimpfwörter und wer als ein solcher überführt wurde, musste mit der schlimmsten Strafe rechnen. Dem ist heute nicht mehr so. Seit ein paar Jahren gibt es eine regelrechte Atheistenbewegung. Einige deren Vertreter haben wir ja vorhin schon gehört. Jetzt hören wir mal einen Vertreter der Kirche, nämlich Reinhard Hempelmann. Er leitet die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin. Guten Abend. Guten Abend. Da tourt ein Bus durch Deutschland mit der Aufschrift, es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott. Wie reagieren Sie spontan? Also macht das Ihnen Lust, mit solchen Leuten zu diskutieren oder schreckt es Sie ab? Das ist eine These, die im Zusammenhang der Diskussion über den neuen Atheismus formuliert worden ist und in der gewissermaßen denen, die an Gott glauben, Unwissenheit unterstellt wird. Ohne dass eigentlich ein Argument jetzt wirklich dafür ins Feld geführt wird, warum. Ich denke, der Spruch möchte provozieren und man kann ihn ja nicht losgelöst sehen davon, dass entsprechende Aktionen in England und in Spanien und in Italien und in anderen europäischen Ländern auch stattgefunden haben. Der Text möchte provozieren und ich denke, man kann ganz gelassen auf diese Provokation reagieren. Sie sagen, es fehlen die Argumente. Die Argumente finden sich dann natürlich in Büchern wie dem von Richard Dawkins, dem Bestseller der Gotteswahn. Woran liegt es, dass solche Bücher sich doch offenbar sehr gut verkaufen? Dieses Buch ist ja ein Import aus Großbritannien. Genau, beziehungsweise aus dem amerikanischen Kontext, in dem es natürlich auch weite Verbreitung gefunden hat. Dennoch finde ich, dass in Europa, das ist sehr deutlich zu sagen, eine Diskussion über Atheismus natürlich über viele Jahrhunderte stattgefunden hat. Nietzsche, Freud, Feuerbach, Marx, darüber diskutiert man an deutschen Universitäten, auch im Zusammenhang der christlichen Kirchen. Aber das war natürlich immer intellektuelle Diskussion. Jetzt scheint es so eine breite Massenbewegung zumindest erreicht zu haben. Ich bin mir nicht sicher, ob man von einer Massenbewegung sprechen kann. Das Ganze sind natürlich zunächst einmal publizistische Phänomene und auch Erfolge. Wenn man sich in Deutschland die Situation anschaut, muss man sagen, die Anzahl derer, die sich als Atheisten verstehen und sich auch organisieren, in Verbänden, in Gruppen, diese Anzahl ist außerordentlich gering. Andererseits die Anzahl derer, die einfach nicht glauben, ob organisiert oder nicht, liegt ungefähr bei 50%. Also im Grunde das, was die Kirchen lange Zeit gesagt haben, auch in den letzten Jahren, die Wiederkehr der Religion, des Christentums, so viel war dann doch nicht dran, oder? Es gibt eine neue Aufmerksamkeit für Religion. Das kann man gewissermaßen empirisch genauso belegen. Vielleicht auch durch solche Debatten? Vielleicht auch durch solche Debatten, aber es gibt andere Gründe dafür. Ein Grund dafür sind Migrationsprozesse. Ein Grund dafür ist die immer offensichtlicher werdende Präsenz anderer Religionen, etwa in Europa. Ein anderer Hintergrund ist natürlich auch, dass etwa neue religiöse Bewegungen, die im Rahmen der Globalisierung auch nach Europa gekommen sind, eine Rolle spielen hier in der Diskussion. Also Pfingstkirchen zum Beispiel. Ja, und dass zum Beispiel innerhalb des Christentums das enthusiastische Christentum eine große und bedeutende Rolle spielt. Es kommt nach Europa ja auch durch Migrationsprozesse. SWR1 der Abend. Gerade habe ich eine Hörermail vorgelesen von Helmut Offner, der gesagt hat, auch die Atheisten glauben letztlich an etwas, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen. Und prompt kommt die Entgegnung von Joachim Schwarz aus Waldenbuch. Er schreibt, zu dem Kommentar möchte ich nur anmerken, dass wenn Atheismus ein Glaube ist, dann ist keine Briefmarken zu sammeln ein Hobby. Wir reden über den Atheismus und ja, es ist schon deutlich geworden, es ist gar nicht so leicht zu zählen, wie viele